Herzlich willkommen zu diesem Video. Ihr seht es richtig, wir sind heute mal wieder in der Werkstatt hier mit schöner Draufsicht und hammergeilen Werkzeugen. Mega super. Wir machen heute nichts Geringeres als einen Tensegrity Table. Was ist das? Das ist hier so ein der Physik widerstrebendes Teil, was ihr gerade seht. Mega geil. Habe ich jetzt schon öfter im Internet gesehen und ich dachte mir, das musst du eigentlich mal machen. Vor allem machen wir da noch eine kleine Besonderheit rein. Als allererstes klären wir mal die Frage, wie funktioniert denn das Ding überhaupt? Weil es macht ja mal gar keinen Sinn. Dafür haben wir hier einen Block. Angenommen, ihr habt hier zwei Tischplatten. So, und ihr wollt jetzt, dass der obere schwebt. Wir können jetzt zum Beispiel so machen, ja, dass ihr hier so einen Arm habt und hier so einen Arm. So, wenn man jetzt will, dass der obere nicht quasi nach unten fällt, kann man einfach nur hier eine Schnur reinzimmern. Ja, und die, wenn die nicht reißt, kann man das hier nicht nach unten drücken. Weil die Schnur, die dehnt sich ja nicht wirklich. Dann kann man die obere Tischplatte nicht nach unten drücken. Und so ist schon mal das Rätsel gelöst, wieso das Ding nicht nach unten fällt. So, Problem ist, jetzt kann man es noch nach links kippen. So, wenn man es nicht nach links kippen will, muss man das Ende hier befestigen, auch mit einer Schnur. Ganz schön easy. Jetzt kann es nicht mehr nach links kippen, aber es kann auch nach rechts kippen. Dann kann man jetzt hier noch eine Schnur reinzimmern. Und dann kann es nicht nach unten gedrückt werden, weil das Ding ja hier nicht reißen wird. Und dann kann man diese Dinger nicht nach links und nicht nach rechts schieben, weil jeweils halt das gegenüberliegende Stück Schnur da dagegen hält. Mega geil. Und jetzt machen wir noch was Besonderes. Und zwar, wir haben hier diese mega nice Magneten hier vom Magflip, die ihr alle kennt. Und das ist ja auch ein Stück Schnur, nur dass halt ein Magnet dazwischen ist. Jetzt könnte man, kann man auch, habe ich auch schon gesehen, bin ich der Erste, der die Idee hat. Jetzt könnte man hier dazwischen nicht nur eine Schnur machen, sondern einen Magneten. Dann schwebt das Ding nämlich wirklich. Dann hast du nicht nur eine Schnur, sondern dann hast du hier wirklich auch einen Magneten. Du hast Zugkraft, ohne dass sich's berührt. Und wir nehmen hier auch einfach die Magflip-Magneten für. Ja, das heißt, es wird so ein bisschen Magflip-Tisch, nicht so wirklich, aber wir nehmen auf jeden Fall Bauteile vom Magflip. Dafür fände ich eigentlich mega nice. Und ich bin mal gespannt, wie viel das hält. Ja, mein Ziel ist auf jeden Fall, dass man da einen Magflip drauflegen kann. Der ist recht easy, wir holen mal eine Waage. Der ist relativ leicht, da haben wir bei 23 Gramm aktuell. Der wird später noch schwerer, aber die Version ist ziemlich leicht. Das wäre mega easy. Dann fände ich es auch geil, mein Handy da drauflegen zu können. Das hat schon 220 Gramm, richtig viel. Dann könnte man noch als maximalen Test das Teil hier probieren mit 315 Gramm. Ich würde sagen, wie immer hopsen wir zuerst zum PC und da wird das Ganze dann in 3D designt. Wie gesagt, ich bin nicht der Erste, der das schon mal probiert hat. Es gibt ja zum Beispiel dieses ziemlich krasse Design mit einem Magnet in der Mitte. Und es gibt dieses wilde Design, das hier sogar an der Seite einen Magneten hat. Ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Also, zuerst mal eine grobe Skizze hier in Photoshop. Wir machen das Ganze, würde ich sagen, 7x7 cm. Also erstmal hier so 7 cm. Guck mal. Kopiere ich einfach, let's go. Dann, wie dick soll denn das Ding sein ungefähr? Ah, ich würde es nicht so dick machen, dann dauert es nicht so lange, das Zeug zu drucken. Also ich würde vielleicht sagen, dass das Ding, also 2 mm ist eigentlich schon echt stark. Machen wir mal 3. Ne, wir machen mal 2. Wir machen mal 2 mm. Ich bemaß das mal hier so richtig schlecht. 70, dann 2. Jetzt die Frage, wollen wir so einen Haken machen und dann hier quasi die Verbindung dazwischen? Oder wollen wir es so gebogen machen und dann eine Verbindung dazwischen? Dann machen wir das mal so. Der Abstand hier soll auch 7 cm sein. Dann kommt hier die Schnur hin, hier der Magnet, hier die andere Schnur, hier der Magnet. Gut, ich würde sagen, wir modellieren das einfach mal, oder? Das kriegen wir hin. Also, wir machen hier einmal ein Fünfeck. Oder ein Sechseck, wäre eigentlich noch geiler. Lass ein Sechseck machen. Okay, den Radius 7. Die Höhe wollten wir ja 2 mm. Dann würde ich sagen, hier kommt dieser Steg hin. So, die Frage, wie macht man den? Das ist wirklich eine gute Frage. Auf jeden Fall soll der dann quasi nach draußen gehen. Beziehungsweise ja sogar. Und dann hier schräg. Geh nochmal von vorne, Lul. Felix, wir tun einfach so, als wäre das nie passiert. Okay, dann brauchen wir jetzt, also ich bin schlecht im Modellieren, deswegen brauche ich jetzt erstmal ein anderes Objekt, das die Größe hat, ne? Also die Höhe von 5,45. Das hat jetzt ungefähr die richtigen Maße, also das ist genau genug, das passt schon. Das wird jetzt hier rausgezogen. Okay, so sollte das ungefähr funktionieren. Jetzt können wir das einfach duplizieren, also mein Plan ist es tatsächlich, gewieft wie ich bin, ist es mein Plan tatsächlich, dass ich es einfach so mache, dass das ganze Ding aus zwei Teilen besteht, die aber identisch sind. Das heißt, ich muss nur ein Modell machen und das kann ich dann zweimal drucken. Okay, so ist es jetzt. Jetzt brauchen wir nur noch so ein kleines Löchlein für die Schnur. Das können wir jetzt reinbohren, aber wir können es auch gleich reindrucken, das geht leichter. An drei beliebigen Ecken braucht man hier ein Loch, damit man eine Schnur durchfädeln kann. Das bohren wir jetzt einmal hier genau durch die Mitte. Jetzt stanze ich das einfach durch. Ich wähle erst mein Objekt aus, dann das Stanzgerät und dann mache ich hier auf Boolean. Stelle es hier auf Difference, kein Boolean Jam, einfach ein Boolean. Und dann haben wir hier ein Loch drin. Und jetzt können wir das auch noch beveln.
Und dann ist es das eigentlich. Also das ist eigentlich crazy, ne? Dass das das ganze Teil ist. Das kann man jetzt duplizieren und dann sollte das eigentlich hinhauen. Wir schauen uns nochmal an. Wird dann ungefähr so aussehen. Soll dann fliegen. Kann da was draufgelegt werden. Dann machen wir jetzt einfach nur einmal das. Die ganzen Magneten, die haben wir schon, ja, die Magnethalterungen. Dann nehme ich einfach die vom MagFlip. Habe ich ja gesagt, das wären die MagFlip-Magnethalterungen. Das Teil dauert jetzt 1,5 Stunden. Das heißt, wir müssen jetzt 2 davon machen. Okay, ich würde sagen, ab damit in den 3D-Drucker. Der 3D-Druck ist auch fertig. So, hier sind jetzt die beiden Teile. Sind sehr, sehr hübsch geworden. Ja, ich finde die wirklich schön. Ist sehr cool geworden. Auf einer Größe, glaube ich, sollte das eigentlich hinhauen. Jetzt ist die Frage, funktioniert der ganze Spaß? Genau, also die beiden Teile einmal. Und ich habe hier zum Glück noch einen Jahresvorrat von diesen Magnethalterungen am Start, die ich dann einfach verbauen kann. Ich glaube, dieses Blau und dieses Gelb passt auch ziemlich geil. Also erstes muss man jetzt mal die Unterstützungsstruktur wegmachen. Ja, das ist das Teil hier. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir dabei das ganze Ding kaputt machen. Ja, das ging auch sehr gut. Cool, jetzt haben wir die beiden Teile hier. Die sind beide jetzt mega nice. Nee, Felix, nee, oder? Alter, ist der Junge schlau. Die waren aber vorhin so einem losen Ding, die sind immer rumgeflogen und da also man wäre fast draufgetreten. Jetzt sind die hier so schön fest drin. Das ist eine clevere Idee. Damit hauen wir jetzt quasi mal ein definitives Loch da rein. Da hat nämlich der Druck leider kein Loch drin gelassen. Das ist da leider verschlossen. So, die passt. Und wieder sicher verschlossen. Das ist jetzt die Schnur, die ich eigentlich immer für die MagFlips nehme. Die ist super reißfest und auch relativ durchsichtig, aber nicht komplett perfekt durchsichtig, ja. Die hat auch ein bisschen, ne, einen Grauton. Die muss so geflochten sein, die ist für den MagFlip extrem wichtig. Man kann für den MagFlip nicht so eine Angelschnur nehmen, ja, auch wenn die noch durchsichtiger wäre. Aber hierfür können wir auf jeden Fall eine Angelschnur nehmen. Die hier wäre noch ein bisschen dick, ja, die ist zwar schon halbwegs durchsichtig, aber wir haben ja noch eine, die viel, viel dünner ist und trotzdem stabil genug, zumindest für den Tisch ist. Und darum würde ich sagen, dass wir doch die nehmen. Ich mache wie immer zuerst die Magneten. Ich fädel hier jetzt quasi die Schnur hinten rein. Mach dann hier vorne den Knoten. Gut, also der Kleber. Und dadurch sollte diese Schnur hier hinten perfekt fest sein. Steck dann hier quasi 2 Magneten rein. Und dann ist das Ding bombenfest. Ja, nice, dann haben wir den ersten. Das machen wir noch ein zweites Mal. Also, das muss jetzt hier reingefädelt werden und das wird actually wirklich schwierig. Ah ja, geht sogar. Geil. Und hier ist auch gar kein Problem. Jetzt wird es halt wirklich knifflig. Ich habe keinen Plan, wie das jetzt funktionieren soll. Die sollen sich am Ende nicht berühren, das ist klar, aber... Ja, man kann es sich, glaube ich, vorstellen, aber es wird schwierig. Also ich mache jetzt erstmal die an der Seite noch, 3 Stück jeweils. Und das wird tricky. Ich muss die, glaube ich, auch genau abmessen von der Länge her. Dass sich da nichts verheddert jetzt, wird auch schwierig. Also ich kann das jetzt schon mal hier drauflegen. Und das wäre auch eigentlich ein gutes... Das wäre ein super Abstand, to be honest. Okay, ich habe jetzt alle Schnüre da irgendwie reingehummelt. Das soll jetzt passen. Das heißt, wenn ich jetzt hier hochhebe, dann ist das hier jetzt, ne, das ist schon ein Tisch. Das ist auch halbwegs gleichmäßig. Das einzige Problem ist jetzt halt nur, dass das halt noch nach oben gehoben werden muss. Und jetzt muss quasi die untere Plattform, muss jetzt quasi die obere nach oben heben. Klingt verrückt, aber ist so. Übrigens, deswegen heißt das Ding Tensegrity Table. Zwischen Spannung und Ganzheit. Ja, das muss auf Spannung sein, das Teil. Jetzt müssen wir diese Magneten hier balancen und das wird eklig. So, jetzt ist eigentlich alles soweit eingestellt, bis auf der andere Magnet, der jetzt quasi das ganze Teil hier zum Funktionieren bringen soll. Schwierig wird es jetzt nur, da halt genau den richtigen Abstand rauszufinden. Boah, lange, schwere, harte Geburt. Jetzt ist es aber soweit, jetzt können wir das Teil mal testen. Jetzt zeigt sich, ob sich das Ding funktioniert. Wir haben jetzt quasi einmal die beiden Magneten. Es ist alles eingestellt, es ist alles auf Abstand getrimmt. Jetzt zeigt sich, ob sich diese Friemelei gelohnt hat und die Magneten verbinden. Oh mein Gott, das ist... Holy, das ist... Also ich wusste ja, wie es aussehen wird, aber das nochmal in echt zu sehen, das ist anders als alles, was ich mir vorgestellt hatte. What? Das ergibt gar keinen Sinn. Also man kann es lösen, aber ha? Was? Also es macht wirklich einfach keinen Sinn. Ich hab's ja gebaut, ich weiß, wie es funktioniert, aber es sieht echt einfach crazy aus. Es sieht absolut geisteskrank aus. Guckt euch mal das an. Es schwebt einfach. Also, und auch wirklich stabil. Jetzt die Frage, wie viel hält das aus? Ja, es wird nicht mega viel aushalten. Aber ich würde sagen, wir machen mal eine kleine Wiegeshow. Das ist wirklich geil. Also, ich muss ganz ehrlich gestehen, dass es richtig cool ist. Ein Tensegrity Table, das ist einfach ein Tisch, der schwebt. Ihr seht hier gerade noch ein paar Bureau-Shots, ein paar Close-Ups, das ist einfach wild. Ich weiß, wie es funktioniert,
Aber dann schaue ich es mir an und denke mir so, hä? Ich würde sagen, wir werfen mal ein bisschen Gewicht drauf. Okay, ich habe mal direkt eine Waage geholt und wir testen jetzt, was das Teil alles so aushält. Wir fangen an mit der Frage der Fragen. Passt der Magflip da drauf? Mit 23 Gramm haben wir vorhin gemessen. Der passte wirklich sehr, sehr easy drauf. Ich probiere mal das hier. Das hat 68 Gramm und das hält es auch easy aus. Das Panzertape hier hat 100 Gramm. Und das hält es auch easy aus. Also mein Handy mit 200 Gramm könnte sogar klappen. Also ich könnte es mir echt gut vorstellen. Ich lege es mal drauf. Oh, okay, nee, wow. Gut, das war jetzt nicht die beste Idee. Ich mache es mal nochmal extrem vorsichtig. Nee, das hält es einfach auch nicht aus. Also da sind die Magneten einfach zu schwach. Wir checken mal, wo die Belastungsgrenze liegt. Die 100 Gramm plus den Magflip, die hält es aus. Da sind wir bei 131 Gramm. Ich lege jetzt einfach mal random drauf, bis es halt zusammenbricht. Einfach nur zum Checken. 132. 135. 143, boah, schaffen wir 150 Gramm. Das wäre ein schöner Meilenstein. Boah, okay, nee, das ist es. 140 Gramm ungefähr schafft das gute Ding. Finde ich nice, das reicht auf jeden Fall für einen Magflip. Und es reicht sogar für einen Magflip inklusive Standfuß. Der Tensegrity Table, den ich immer als Magflip Ultra-Standfuß missbrauche. Geil. Es ist wild. Und so leicht baut man sich den eigenen Tensegrity Table, den Antigravitationstisch. Passt sogar ein kleines Plänzlein drauf. Finde ich wirklich, wirklich schön geworden. Ich bin übel überrascht, dass es so schnell ging. Also ohne Witz, ich dachte, ich muss das Ding nochmal neu drücken oder ich muss die Seile nochmal neu einstellen. Also dass das First Try einfach so funktioniert, macht für mich gar keinen Sinn. Ist schön, wenn mal irgendwas beim ersten Mal direkt klappt. Und ja, da ist er. Kann man jetzt irgendwas draufstellen, aber nicht zu viel, das ist klar. Aber abgesehen davon, voll geil in diesem Sinne. Wenn ihr Bock auf mehr von diesen Videos habt, checkt gerne dieses Kanal-Abo da unten aus. Die Funktion, ihr kennt es bestimmt. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, würde ich sagen. Macht's gut.